Ja, wenn Noah mir das jetzt nicht beantworten kann, dann recherchiere ich nachher mal. Vielleicht gibt es auf Steam irgendwie eine kleine Demo-Version davon. Dann ziehe ich mir das mal ins Let's-Test rein. Das können wir vielleicht auch im Stream mal machen. Demo-Version, eine Stunde lang Demo-Version testen oder so. Was ist das Play? Könnt ihr euch aus dem Kopf streichen. Benjamins Tagebuch lesen, Benjamins Privatsphäre respektieren. Ein bisschen im friedlichen Mann, im lieben, netten Mann. Privatsphäre respektieren. Bist du jetzt gegangen, Noah? Weil ich kein Cyberpunk spiele. Das wäre jetzt traurig. Ich hoffe, er geht da jetzt nicht. Er macht da jetzt nicht. Oh, Soundstrike. It looks like Benjamin likes to educate himself. I like that in a fox. The meaning of love? When hearted wants to be loved. The upside of being spirit animal. Communication. Key to cooperation. Learning how to be gray. Und Death Afterlife. Das sind die Buchtitel, die hier im Regal stehen. Und hier haben wir Soundtrack aus dem Spiel. Cool. Radio läuft. Der Musik zumindest. That tea smells like roses and lemon. I bet it's called Benjamin's Blend. Because I can almost smell his boss blending the ingredients. Maybe I should try it out. Benjamins Tee trinken, nicht berühren. Wir sind vorsichtig und tun das mal nicht. Mr. Voice said that I shouldn't trust a fox. So habe ich das jetzt nicht. Dann trinken wir das mal. Also wenn wir dem Fuchs, wir vertrauen dem Fuchs. That tea smells like roses and lemon. I bet it's called Benjamin's. Because I can almost, maybe I should try it out. Ja, trinken was. Wenn es Benjamins Tee ist, vertrauen wir ihm. It definitely tastes like his fluffy balls. Delicious. Oh, weia. I feel weird. Das ist eine sehr tolle Mischung. Ja, okay. Ein sehr intensiver Traum. Falls das einer ist. Ein Drogentrip. Nun schon wieder hingekotzt hier. Peanut butter? What? Und durchgelatscht. Look at that. Benjamin looks so pretty in that hat. Okay. Gehen wir weiter. Oh, Benjamin. Benjamin, I'm really sorry I broke your video player, but you stole the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Was? Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry, you can hold my hand if you want to. What are you? Is this a kiss? Is this really happening? Ich glaube ja nicht. Is that your diary? You want me to read it? Ah, jetzt dürfen wir es lesen. You're afraid of? Dann machen wir es natürlich. I saw him too. Keine Rauchschmerzen, nur Luft. Geh raus, helf Opfern. Morgo weiß, ich bin hier. Morgo hat alten Trick oft gemacht. Aber er macht Fehler. Hat Opfer ihn hören lassen. Opfer Code Miss Fortune. Schöner Code.
sind wir. Moke darf sie nicht haben, sagt Boss. Sie muss gerettet werden. Aber ich folge Schritten. Habe Moke gestellt annehmen sehen. Gruselig. Aha. Das ist also Moke. Wenn wir folgen, in der Hütte bleiben. Wir folgen. Wir vertrauen dem Fuchs. Das stand ja gerade im Tagebuch. Wir vertrauen nicht auf Morgo. Rein hier. Hinunter. Hier sind wir hoffentlich in Sicherheit. Ein Fuchssymbol. There's a hole behind the painting. Hello? Können wir hindurch? I can't reach it. I'm a little lady, you know. Können wir einen Stuhl dazu holen? Uh-huh. Such a clever little lady. Na, sehr gut. Wir können einen Stuhl holen. Fuchsfell? Oh no. Is this Benjamin? Das ist Fuchsfell. Oh no, is this Benjamin? Ach du Schande. Da will ich nicht wissen, wo wir jetzt hier reingeraten. Haben wir dem Falschen vertraut? Shh, what a bad guy. Be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, are you here? Ah, ja. Ich fürchte, es ist. Hier ist eine Bärenfalle. Place in this. But Benjamin seems so nice. Maybe he put them for that monster. Das habe ich vermutet. Dass er das für das Monster ausgelegt hat. Für Morgo. Hmm. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Aha, ein Feuerlöscher. Dann geht's hinein. In Tresor-artige Tür. It's locked. A picture of a key. Interesting. My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Ein Schlüssel. A real ninja lady always touches everything. Genau. A secret button. Drücken. Knopf drücken. Hm, ja, machen wir mal. Alright, könnte böse sein, aber was soll's. Ist auch der naive One. Oh, damit öffnet sich die Tresortür. Oder die Bunkertür oder was auch immer. Ui. Geht's nach draußen? Ich würde sagen, da geht's nach draußen. Autsch. Oh, that was unfortunate. I hope things get better when I get the eternal happiness. Okay, Miss Fortune. Let's finish this. Aufstehen. Get up, Miss Fortune. Na komm, aufstehen. You are stronger than you think. Als ob. You've been knocked down before. Na komm. Did you let that stop you? Aufstehen. Ein Aufstehgame. Get up, Fortune. You can do it. Hier meint's was aufstehen. Because. Ja, weil. You are the little lady, Miss Fortune. Okay. Und weiter geht's. Hier einmal hinaus. Ich denke, hier drin hatten wir doch alles. Okay, I'm out again. Anyone here? Bungie?
Mr. Voice? I guess I'm alone. Ich fürchte, Benji ist weg. Ich meine, A baby deer. Ich meine, so Morgo ist weg. Wir sind jetzt in einem anderen Land. Dream come true. Tier streicheln. I'm petting the baby deer. Sehr schön. Und weiter geht's. Oh. Is that Benjamin's bag? Benjamin's Tasche. Are you around? He must be in trouble. I'm very disappointed in his fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time, and that's very sucky. I knew I couldn't trust you. What are you talking about? Benjamin made it really clear with a picture he showed me. You're the one taking the children, and I'm not the hero of this game, right? I guess the eternal happiness was all a lie. Stop this nonsense. We have to keep playing my game. You can't make me. Yes, I can. Stop that! Oha. Then play with me. You need to find your eternal happiness. I'll give you a clue. It's at home, waiting for you. I'm sick of that eternal happiness. Die ganze Zeit zu Hause. I don't want it anymore. You can't say that. That would break the rules. You heard me. I don't want the eternal happiness anymore. I won't tolerate this behavior. I'll be waiting for you at home. No, ach, that's Schreck. Where Benjamin is. What do you do to him? Freaking monster. Ah, schauen wir uns mal an, was hier passiert ist. Inside. Maybe a clue where to find Benjamin. Wir vertrauen immer noch auf Benjamin. Oh, hier haben wir die nächste. Oh, wo ist Nummer 7 gewesen? Ich habe Nummer 7 nicht gefunden. Vielleicht im Tagebuch, was wir lesen sollten. Am Ende wirst du realisieren, dass du dem Handel bereits zugestimmt hast. At the end of the road, you will realize you already signed the deal. A deal, you say? Okay. Ach süß. Ein Babyfoto. Nein, das Bild mitnehmen. Süßes Bild. Is that Benjamin as a baby? So cute. Können wir nicht mitnehmen. Schade. Is that Benjamin? So cute. Is that Benjamin? So ja, ja. Cute. Ich will hier das. Ust. Für Studenten des Beschützerkurses der Universität Sensede. Drei Schritt Anleitung zur Vernichtung parasitärer Wesen aus dem Jenseits. Einführung. Da sich die Ultra-Realität mit dem Konzept der Zeit formt, sind neue Reiche außerhalb des konstruktionellen FREE fünf Reiche essentieller Existenz aufgetaucht. Nachdem Ultrakrieg wurden tausende Wesen als Nebenprodukt des Krieges entdeckt. Sie haben für sich selbst ein neues Reich kreiert. Wir nennen es das Jenseits. Einfach gesagt, ist das Jenseits ein Ort extremer Absurdität, unlogische physikalische Gesetze. Momentan können wir solche Wesen nicht in den FREE erlauben, da das Fundament unserer Realität auf den energetischen und ethischen Wesen der Ultra-Realität vor dem Ultrakrieg fußt. Das Jenseits ist ein noch missverstandenes Reich. Wir haben noch keine Möglichkeit entdeckt, uns auf eine logische Weise mit ihm zu verbinden. Die wenigen Muster, die wir erkennen, sind die Verhaltensweisen einiger Besucher, auch Parasiten genannt. Normalerweise betreten sie die dritte Realität, auch Pandora genannt, und suchen frisches Fleisch, das sie in das Jenseits locken. Darum brauchen wir Beschützer,
Die Beschützer sind die einzigen mit der Fähigkeit, das Ungleichgewicht zwischen den Realitäten zu sehen und die Werkzeuge der Unrealitäten zu nutzen. Beschützer helfen Opfern und führen sie nach Senersede. Die Anleitung in diesem Buch muss mit großer Sorgfalt befolgt werden. Niemals einen Schritt überspringen. Jedes Opfer, das der Beschützer nach Senersede zurückführt, wird der Beschützer mit neuen Leveln, Hilfsmitteln und weiteren Schritten belohnt. Schritt 1. Der Beschützer muss die Opfer und den Parasiten lokalisieren. Parasitenfall P0101222 Morgo. Herausgefunden, ob das Opfer Unterstützung benötigt. Wenn dem so ist, mit Schritt 2 weitermachen. Unterstützungscheckliste. Das Opfer scheint seine oder ihre Identität vergessen zu haben. Das Opfer ist bereits tot, hat es aber noch nicht realisiert. Drittens, das Opfer glaubt, die Illusionen des Jenseits sind echt. Viertens, das Opfer freundet sich mit den Parasiten an. Ich würde sagen viertens. Parasitencheckliste P0101222 Morgo. Erstens, entstellt die Wirklichkeit zur Absurdität. Zweitens, Parasit scheint freundlich verführt das Opfer, aber gefährliche Spiele zu spielen. Drittens, wandelt seine Gestalt zu einer menschlich-tierischen Gestalt. Viertens, lernt schnell über seine Umgebung. Sprache und Kultur sind kein Problem für den Parasiten. Fünftens, große Schwärme schwarzer Vögel erscheinen in der Nähe des Parasiten. Diese Vögel sind Augen von Morgo und geben ihm einen Überblick über seinen Spielplatz. Oh, denn die Vögel haben wir auch schon öfters gesehen. Schritt 2. Die Umgebung nutzen, um Opfer zu helfen, den Parasiten zu erkennen. Der Beschützer kann zum Beispiel einfache Nachrichten an öffentlichen Orten hinterlassen, um die Aufmerksamkeit des Opfers zu schärfen. Es ist strikt verboten, direkt mit dem Opfer zu interagieren. Dies könnte zu einer irreversiblen Trauma im Kopf des Opfers führen. Wenn der Parasit das Opfer tötet, sofort zu Schritt 3 gehen. Aha. Ciao, Zwergi, mach's gut, sagt Noah. Was? Wieso gehst du? Wieso gehst du, Noah? Was ist los? Warum verabschiedest du dich? Schritt 3. Vorbereiten auf direkten Kontakt mit. Und da ist der Zettel abgerissen. Ja gut, war das jetzt schon das Ende, oder? Scheint mir fast so. With the what? Now I will never know. Tja, aber wir haben ja genug erfahren. Von Schritt 1 und Schritt 2. Okay, ich bleibe, weil du es bist. Warum wolltest du gehen? Was war der Grund, Noah? Ist es zu langweilig? Passt dir irgendwas nicht? Oh, das ist Benjamin.